Hallo da draußen und herzlich willkommen. Stopp. Guckt mal im Intro, ob ihr rausfindet, wo wir sind. Ihr es erkannt? Buongiorno! Buongiorno, wir sind in Italia! Genau. Hier muss man wieder mit Sonnenbrille und Händen sprechen und was weiß ich, kommunizieren. Ja, wir haben gedacht, wenn die Sonne nicht zu uns kommt, dann fahren wir halt zur Sonne und das hat geklappt. Ja, wir haben heute Morgen 20 Grad. Wie geil ist denn das? Ja, und es ist irgendwie Anfang Oktober. Finde ich super. Bleibe ich hier. Und wir sind in einer ganz speziellen Stadt. Also war nicht der Plan. Das Universum hat uns hier hingeführt. Und ich glaube, wir haben da so eine kleine Entdeckung gemacht. Wir sind in Udine. Ja, ich denke, dass man es so ausspricht. Wir müssen hier lang. Wir müssen da lang. Ja, was macht diese Stadt so besonders? Das wissen wir noch nicht so genau, aber wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass das noch so ein kleiner Geheimtipp sein könnte. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an und ihr kommt natürlich mit. Wir sind nicht mal eine halbe Stunde in dieser Stadt und ich finde die schon richtig krass geil. Ja, einen kleinen Markt haben wir schon gefunden. Am Platz vom, was ist es, 20. September. Genau. War mal Nationalfeiertag in Italien. Ja. Lange Geschichte. Und der Markt, der findet donnerstags, heute ist Donnerstag. Dienstags und samstags. Genau. Findet da Markt statt. Mhm. Wir sind jetzt auf der Piazza della Libertà. Also Libertà, genau. Freiheitsplatz. Und hinter uns, das ist die Loggia del Leonello, glaube ich, heißt es. Und anscheinend das Gebäude, das Wahrzeichen der Stadt. Also richtig, richtig toll. Also ja. Leute. Ist auch echt schön. Also da, das hat so einen, wie nennt man das? So ein Foyer. Also da kann man so reingehen. So eine Säulenhalle, richtig schön. Sehr, sehr alter Fußboden und auch eine schöne Holzdecke. Boah. Schön hier. Und ich denke, wir genehmigen uns jetzt mal irgendwo einen
Cappuccino. Wir sind durch. Ja, war sehr schön. Also kann man durchaus einen schönen Tag verbringen hier in Udine. Richtig schöne Stadt. Also viele Cafés, viele Plätze, wo man einen Kaffee trinken kann. Restaurants, viele kleine Museen. Viel Geschichte, glaube ich. Also ganz viele Infotafeln haben wir entdeckt. Ja, alt. Alt, das auch. Mhm, ja, ich glaube, wir fahren aber jetzt noch ein Stückchen weiter. Weil so schön ist unser Stellplatz jetzt hier nicht. Komm, ich kann dir mal kurz zeigen. Wir sind fast an unserer Betty angekommen. Ja. Ihr seht, es gibt Schöneres. Also wir stehen hier auf einem ganz normalen Parkplatz an einem Shoppingcenter. Ja, und ich denke, wir suchen uns für heute Nacht ein bisschen was Schöneres. Aber ich habe jetzt mal gegoogelt, einen offiziellen Platz gibt es auch hier. Und Das wussten wir gar nicht. Das habe ich auf Google gelesen. Haben uns den jetzt auch nicht angeguckt. Von daher wissen wir jetzt nicht genau, ob der gut ist oder nicht. Für uns war das hier jetzt passend. Und ja. Ihr könnt ja mal kommentieren, wenn ihr da wart, wie es dort aussieht, wie es dort ist. Und wir hauen jetzt aus Udine ab. Where are you from? Luxembourg. Huh? Luxembourg. Luxemburgo. Germany? Near Germany. Near Germany. Near Germany and France. First time I listen this. Luxembourg. Luxembourg. Yeah. Luxembourg. City or country? Country. This country? Small country. Which language you speak there? Luxembourgish. English? No, not English. Luxembourgish. Luxembourg. How to say hello? Moyen. Thank you very much. Bye bye. Have Thank a nice you. Day. Bye.
einen schönen guten Morgen aus Palma Nova. Ja Leute, heute Morgen, die Sonne brennt schon wieder, die Sonnenbrille sitzt richtig cool, so gefällt mir das. Ja, wir sind, wo sind wir gelandet? Auf dem offiziellen Stellplatz, das war Option 1, wieso wir hierher kamen. Und das Dorf hat irgendwie ganz speziell ausgesehen. Ja, wir sind eine halbe Stunde gefahren, in der Zwischenzeit waren wir mal kurz tanken und wahrscheinlich haben wir seit tausenden Kilometer die günstigste Tankstelle gefunden. In Italien, muss man sich mal vorstellen, also komische Zeiten. Mhm. Mhm. Ja, 2018, da waren wir noch sehr, sehr schockiert über die Spritpreise hier in Italien. Gestern haben wir uns gefreut. Ja, hätten wir die Preise nochmal. Aber wir gucken uns jetzt gemeinsam das Dorf mal an. Der Stellplatz hier ist übrigens kostenlos und inklusive Moskitos. Inklusive Moskitos, Leute, wir wurden gefressen. Genau, aber wir haben ja unser Fliegengitter, das kam gestern Abend schon kräftig in den Einsatz, aber leider haben die uns erwischt, bevor wir das eingesetzt haben. Und dabei waren wir nur eine Minute mal kurz raus. Gestern Abend haben wir uns eingesperrt und wir gucken uns jetzt heute mal hier um. Ja, dann haben wir auch gleich schon festgestellt auf dem Schild da hinten, dass wir uns jetzt schon wieder in einem schönsten Dorf Italiens befinden. Also nicht nur in Frankreich gibt es schöne Dörfer. Wir haben auf Sardinien letztes Jahr ja schon gelernt, dass es die auch in Italien gibt. Und Palma Nova ist dann auch eins von diesen Dörfern. Cool. Leute, deshalb bin ich ein bisschen traurig, dass ich die Drohne nicht dabei habe. Denn das würde richtig cool aussehen. Guckt euch mal diese Bilder hier an. So Leute, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich habe keine Ahnung, wie wir da reinkommen. Ja, die, das erste Tor hier, was wir gefunden haben, es gibt scheinbar mehrere. Da dürfen Fußgänger und Fahrradfahrer nicht rein. Das ist nur für PKWs oder Fahrzeuge. Wir haben aber jetzt gesehen, dass es diesen 5 Kilometer Rundweg um dieses ganze Sterndorf gibt. Also latschen wir jetzt mal einfach drauf los. Irgendwo wird es ja reingehen. Fußgänger und Fahrradfahrer. Hoffentlich.
Wey, wir haben es geschafft. Wir sind drin. Also definitiv, wenn man legal in die in dieses Dorf rein will, dann muss man die Porta Udine nehmen. Und wir haben gelernt, die Festung hier, die funktioniert. Also den Eingang finden ist nicht ganz einfach. Aber da draußen, Leute, richtig geiler Spielplatz. Und zack, sind wir wieder raus. Ja, auf der Festungsmauer, auf dem Stern. Ja, wir hatten ja insgeheim gehofft, auf diesem Markt würden wir jetzt irgendwie unser Mittagessen sichern können. Aber ich glaube, da steppt erst heute Abend der Bär. Ja, die sind alle irgendwie noch im Aufbau, alles schön gemütlich, kein Stress. Ja, aber es ist trotzdem ein sehr cooler Ort. Es lohnt sich mal reinzuschauen. In der Mitte gibt es halt diesen Riesenplatz. Das Ganze verläuft sternförmig. Von jedem Tor, von diesen drei Toren, geht es jeweils an der großen Straße bis in die Mitte des Dorfes, wo dieser große Platz ist. Ja, sehr schön. Und ja, es war jetzt auch nicht allzu viel los, aber ja, vielleicht ist da im Sommer halt wesentlich mehr an Leuten anzutreffen. Oder dann heute Abend. Oder wenn ein Fest ist, dann jetzt übers Wochenende ab heute Abend wahrscheinlich. Ja, es geht wahrscheinlich hier in diesem Dorf hauptsächlich um diese Burganlage, um diese Festung. Mhm. Richtig krass. Und wir schlendern jetzt noch ein bisschen darum und dann geht's für uns weiter. Wir müssen noch einkaufen und ich glaube, wir beenden dieses Video hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn noch Fragen bleiben, Haut's in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen nach oben und ja, wir gucken dann einfach mal, wo der Wind uns hinträgt. Die eine oder andere Information werdet ihr natürlich auch auf dem Blog bei uns finden und wir sind raus. Tschüss!